Herzlich willkommen zur FOSGIST 2019 in Dresden. Und wir starten mit dem ersten Themenblock und der findet traditionell immer auch noch vor der eigentlichen offiziellen Eröffnung statt. Und in diesem Block geht es immer darum, um Leute, die mit diesem Thema noch nicht in Kontakt gekommen sind, Open Source, Open Data, die ein bisschen mit reinzubringen, worum geht es da eigentlich, wie ist das entstanden. Und wir starten im ersten Vortrag mit Open Source und Open Data im Allgemeinen über die Geschichte. Und Dominik wird uns das jetzt vorstellen. Genau, ich werde Ihnen ein bisschen was dazu erzählen. Erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen auf der FOSGIST-Konferenz 2019 in Dresden. Ich darf Sie gleich nochmal offiziell begrüßen. Ich mache es jetzt schon mal inoffiziell, von daher schön, dass Sie alle da sind. Diesen Start vor der Konferenz haben wir irgendwann in Berlin mal eingeführt. Und ich habe damals gesagt, ach, da kommen doch nur 5 Leute, wenn überhaupt. Und auf einmal waren 100 da. Und seitdem machen wir das. Und es ist schön, dass Sie alle da sind, weil ich damit damals meine Wette verloren habe und sie gerne verloren habe. Von daher alles gut. Normalerweise habe ich die letzten Jahre immer was über die Software erzählt. Diesmal erzähle ich was über, was ist Open Source. Wir haben so ein bisschen einfach durchgetauscht. Das heißt, wenn Sie jetzt hier sitzen bleiben, die nächsten anderthalb Stunden, was ich stark hoffe, erfahren Sie ein bisschen was über Open Source Software und freie Software. Sie werden ein bisschen was erfahren über die Institutionen, die sich dahinter verbirgen, zumindest die, die jetzt, sage ich mal, für den GIS-Part relevant sind. Es gibt natürlich noch mehr, wenn man den ganzen allgemeinen Software-Stack begutachtet. Und anschließend wird Ihnen Felix Kunde eine Tour de Phosphor-G zeigen. Das heißt, da wird er Ihnen, er hat mir, glaube ich, eben gesagt, in 70 Softwareprojekten innerhalb von einer halben Stunde vorstellen. Das ist schon knackig, aber da sehen Sie mal, was für eine Vielfalt das ist. Und er hat bei 70 mit Sicherheit noch nicht mal alle. Und ganz am Ende geht es dann nochmal um die Daten, weil ich kann die beste Software haben. Wenn ich keine Daten habe, ist die Software für mich quasi nutzlos. Dann geht es nochmal in Einführung von OpenStreetMap von Wolfgang Hinsch. Ja, starten wir einfach mal mit Open Source Software und freier Software. Das sind eigentlich auch unterschiedliche Begriffe. Da werden auch, ich will nicht sagen Glaubenskriege drüber geführt, aber darauf möchte ich jetzt im Detail einfach gar nicht eingehen. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal freie Software. Ist im Prinzip für den Laien das Gleiche. Der Block wird sich in 3 Themenbereiche unterteilen. Einmal freie Software nutzen, freie Software entwickeln, in Klammern lassen, weil nicht jeder ist hier selber Entwickler. Und auch nochmal die Frage, wie mache ich überhaupt mit? Kann ich vielleicht auch mitmachen, wenn ich gar kein Softwareentwickler bin? Um zu wissen, wovon man redet, muss man eigentlich erstmal auch die Philosophie dahinter verstehen. Und es gibt von der FSFE eine sehr schöne zusammengefasste Seite, wo das Ganze draufsteht. Und es gibt so, sag ich mal, so 4 Grundgesetze, auf denen diese freie Software basiert. Ganz wichtig ist dabei, frei ist in dem Sinne nicht wie frei in Freibier zu verstehen, im Sinne, es ist nicht kostenlos, das hat mit dem frei nichts zu tun. Das frei definiert sich anders. Die erste Regel bei freier Software ist die Freiheit, das Programm für jeden Zweck ausführen zu lassen. Das heißt, wenn Sie eine Software haben, die kostenlos ist, die aber zum Beispiel sagt, du darfst das nur 30 Tage lang nutzen, dann musst du eine Lizenz kaufen. Oder du darfst das nur nutzen, wenn es nicht kommerziell ist. Dann ist es keine freie Software. Führt natürlich auch dazu, dass man sagt, okay, ich darf den Zweck halt nicht einschränken. Führt ab und zu auch zu Diskussionen, die ich auch verstehen kann, weil man kann zum Beispiel nicht sagen, okay, ich habe Software entwickelt, die ist frei, die ist offen, aber du, liebes Militär, darfst die nicht benutzen. Das widerspricht halt diesem Grundsatz, die Freiheit für jeden Zweck ausführen zu dürfen. Und da ist es halt auch, wo wirklich immer sehr emotionale Diskussionen ab und zu auftauchen, aber es ist halt so, sobald ich den Verwendungszweck einschränke, ist mein Programm nicht mehr frei, es ist unfrei. Zweite Regel ist die Freiheit, die Funktion eines Programms zu untersuchen und es an Bedürfnisse anzupassen. Sprich, Sie müssen in der Lage sein, den Quellcode des Programms lesen zu können. Das heißt, es gibt ja verschiedene Softwaretechniken, bei denen dann Software kompiliert wird, wo dann der Quellcode nicht mehr der ist, der quasi vorher zu sehen ist. Das ist auch nicht erlaubt. Sie müssen in der Lage sein, das sich angucken zu können.
die Freiheit, Kopien weiterzugeben und damit Mitmenschen helfen zu können. Heißt, ich darf, wenn ich freie Software habe, darf ich diese Software nehmen und meinem Nachbarn geben. Ich darf sie auch meinem Kamerad geben, wie auch immer. Ich darf dafür sogar Geld verlangen. Wenn mich das jetzt nach dem Motto, ich gebe dir die Software und du gibst mir dafür 5 Euro, ist kein Problem. Aber ich darf mich nicht beschweren, wenn er die Software danach nimmt und kostenlos unter allen anderen verteilt. Das ist dann halt so. Na, das heißt, ich habe wirklich, ich muss das Recht haben, meine Software frei zu verteilen. Und ich habe die Freiheit, ein Programm zu verbessern und die Verbesserung an die Öffentlichkeit weiterzugeben, sodass die gesamte Gesellschaft profitiert. Das heißt, ich darf auch Firma XY dafür bezahlen, hier gibt es ja genug im Ausstellerbereich und als Sponsoren, dass sie meine Software verbessert. Und ich darf dann auch hergehen und diese Verbesserung als freie diese Verbesserung veröffentlichen. Das heißt, alles, was ich damit mache, darf ich quasi weitergeben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist so die Philosophie im Groben, die man so sich vor Augen führen muss. Da kann man auch noch tiefer einsteigen. Und ich glaube, letztes Jahr hatte Marco Lechner das schön gesagt, eigentlich müsste man sich mal mit einer Tasse Tee irgendwo hinsetzen und darüber philosophieren. Also ist jeder aufgefordert, kann er zu Hause dann mal tun, mal sich Gedanken drüber machen, was das eigentlich für ihn vielleicht heißt, für Software, die er einsetzt. So, jetzt wissen wir, wie die Philosophie dahinter ist und jetzt geht es so ein bisschen darunter, wie nutzen wir die Software? Okay, ja, um Software zu nutzen, müssen wir die Software installieren. Das ist natürlich nicht anders als bei proprietärer Software auch. Wenn Sie unter Windows Ihre Open Source Software oder freie Software installieren, haben Sie eine Exe-Datei, klicken Sie drauf, klicken Sie 5-mal auf Weiter und sind fertig. Wo soll da ein Unterschied sein? Das ist natürlich genau das Gleiche. Unter Unix-Betriebssystemen ähnlich, welches Skript ausgeführt wird, ist dem Rechner egal, ob es jetzt frei ist oder proprietär. Heißt, da haben wir überhaupt gar keinen Unterschied. Dann hören wir ganz häufig, naja, es ist ja freie Software und da gibt es ja kaum Dokumentation. Und das ist halt was, was vielleicht früher mal so war. Heutzutage ist das nicht so. Ich bin selber quasi Softwareentwickler und im MapProxy Softwareentwicklungsteam. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Es ist ein relativ kleines Projekt, das ist eine Server-Software. Und allein wir haben ein 150-seitiges PDF-Dokument, wo der ganze Kram in Anführungsstrichen dokumentiert ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf QGIS.org gucken, QGIS, ich glaube, das mit das bekannteste Open-Source-GIS-Projekt mittlerweile, das hat ein QGIS-Benutzerhandbuch mit über 500 Seiten. Das hat ein QGIS-Trainingshandbuch mit unendlich vielen Seiten. Und Sie finden hier sogar eine Einführung ins GIS. Das heißt, damit haben Sie eigentlich schon mal die nächsten Tage gefüllt, wenn Sie das alles durcharbeiten wollen. Können, glaube ich, jede Funktion, die QGIS hat, genau da nachschlagen. Und das ist halt was, was sich in den letzten Jahren definitiv auch geändert hat. Die Dokumentation von freier Software ist wirklich, wirklich gut geworden, weil man halt auch gesehen hat, nur wenn ich was dokumentiere und halt auch entsprechend meinen Mitmenschen, sage ich mal, zur Verfügung stelle, dann kann ich das halt wirklich nutzen. Jetzt könnten Sie natürlich hergehen, wenn Sie Arbeitgeber sind und sagen, so, liebe Leute, jetzt lest ihr euch mal eine Woche lang 500 Seiten durch. Ja, eventuell sind Ihre Mitarbeiter da nicht ganz so optimistisch oder begeistert von. Was Sie natürlich auch machen können, sind Schulungen. Schulungen für freie Software sind sehr, sehr sinnvoll, meines Erachtens nach. Ob Schulungen oder Workshops, ist relativ egal, wie man das Ganze dann nennt. Es gibt auch eine Reihe Anbieter, die das Ganze machen. Hat den Vorteil, dass Sie sich einfach auch 5, 6 Leute auf einmal irgendwo hinsetzen können. Denen wird das Wissen vermittelt und am Ende kommen die halt intelligent nach Hause, wenn alles gut läuft. Schulungen sind das eine. Wenn ich das Ganze dann aber einsetze, brauche ich meistens auch Support. Das heißt, wie kriege ich bei Open-Source-Projekten überhaupt Hilfe? Wenn ich jetzt mir proprietäre Software kaufe, kann ich irgendwie eine Hotline anrufen, muss nur einen Wartungsvertrag abgeschlossen und weiß, wo ich anrufen kann. Wie ist das bei Open-Source-Projekten? Erstmal kann ich es ja so nutzen. Das heißt, ich kann es runterladen und erstmal im Idealfall, sage ich mal, weiß niemand, ob ich überhaupt diese Software benutzt habe oder nicht. Wenn ich dann doch ein Problem habe, gibt es verschiedene Wege, um Hilfe zu bekommen. Frei ist jetzt tatsächlich für frei kostenlos gemeint. Das heißt,
Was jetzt hier als frei steht, ist wirklich kostenlos. Nicht wie bei freier Software im Sinne von mit dem Freibier. Viele GIS Open Source Projekte haben einen IRC-Channel. IRC ist quasi ein Chat-System, was auch schon sehr alt ist, aber sehr robust, um es mal so zu sagen. Und Sie finden zum Beispiel unter Hashtag QGIS at Freenode, können Sie sich da einloggen und können chatten mit den Leuten. Wer ist da? Wen findet man da? Meistens sind es dann die Entwickler, die dann halt direkt irgendwie vom Rechner sitzen und Ihnen eine Antwort geben. Wobei man das natürlich einschränken muss. Für was eignet sich sowas? Wenn ich natürlich in einem Chat bin und eine Frage stelle, das lohnt sich meistens nur dann, wenn ich wirklich eine einzeilige kurze Frage habe und auch wahrscheinlich mit einer einzeiligen kurzen Antwort zufrieden bin. Wenn ich aber etwas ausführlich machen möchte, dann und kostenlos, dann empfehlen sich eigentlich Mailinglisten. Was ist eine Mailingliste? Kann man sich eigentlich so vorstellen, Sie melden sich quasi Sie melden sich mit Ihrer E-Mail-Adresse auf einer Liste an und wenn Sie dann quasi von Ihrer E-Mail-Adresse eine Mail an die Liste schreiben, bekommen alle, die auch auf dieser Liste eingetragen sind, diese Mail und können auch wieder an alle antworten. Hat den großen Vorteil, dass da natürlich zum einen auch viele Entwickler sind, aber halt auch Benutzer. Es gibt auch verschiedene Listen. Wir können die jetzt einfach mal kurz im Detail durchgucken. Der Foskis e.V. an sich hat halt verschiedene Listen. Er hat zum Beispiel eine Vereinsliste. Das heißt, wenn Sie Vereinsmitglied sind, können Sie da drauf und dann erhalten Sie mal irgendwelche neuesten Informationen vom Foskis e.V. Es gibt zum Beispiel eine Konferenzorganisationsliste, um diese Konferenz hier zu organisieren. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Liste, die heißt Foskis Talk. Foskis Talk ist so ein bisschen, normalerweise sind Mailinglisten immer projektspezifisch. Das heißt, wenn Sie eine Frage zu QGIS haben, gehen Sie zu QGIS. Wenn Sie eine Frage zu MapProxy haben, gehen Sie zu MapProxy, zu GeoServer und so weiter. Foskis Talk ist eine allgemeine Liste, wo Sie eigentlich zu allem fragen können. Hat den Hintergrund, dass diese Liste auch auf Deutsch ist. Und wir damit eigentlich so eine Anlaufstelle bieten wollen als Verein, wo man erstmal alles loswerden kann. Hat natürlich den Nachteil, dass gegebenenfalls die Antworten nicht ganz so tiefgreifend sind wie jetzt auf einer speziellen Liste, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. International ist halt die OSGEO dafür zuständig, sage ich in Anführungsstrichen, dafür da, Mailinglisten zur Verfügung zu stellen von den Projekten. Da gibt es dann auch eine QGIS-Mailingliste, wo dann entsprechend die Entwickler drauf sind, wo man seine Frage allerdings in Englisch stellen müsste, damit man da eine Antwort bekommt. Wichtig ist bei solchen Sachen, wenn Sie was auf die Mailingliste schreiben, haben Sie keine Angst, ob Ihre Frage zu dumm ist oder was weiß ich was. Fragen Sie, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt immer so einen schönen Satz, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Das stimmt tatsächlich. Wobei sich natürlich auch empfiehlt, einmal vielleicht kurz vorher zu googeln. Wenn es dann 50 Treffer gibt, die genau Ihre Frage beinhalten, dann freuen sich alle, wenn Sie die Frage nicht stellen. Aber selbst wenn, dann ist das halt so. Von daher fragen Sie auf jeden Fall. Wichtig ist auch, dass Sie nicht nur Ihr Problem beschreiben, nach dem Motto, ich habe das und das Problem mit der Software, das geht nicht, sondern vielleicht auch das, was Sie erreichen wollen. Weil vielleicht ist der Weg, den Sie eingeschlagen haben, gar nicht der richtige. Und dann wird quasi stundenlang, sage ich mal, mein Problem drumherum geschrieben. Aber eigentlich wollten Sie was ganz anderes und das kommt dann irgendwie hinten raus. Deswegen meine Empfehlung, schreiben Sie als erstes, das und das ist mein Ziel, das und das Problem habe ich, das und das habe ich versucht. Und dann wird Ihnen halt auch geholfen. Das Schöne ist halt auch, dass diese Mailinglisten entsprechende Archive haben, die man durchsuchen kann. Das heißt, auch wenn Sie jetzt bei Google suchen, Google indiziert die entsprechend auch, finden Sie wahrscheinlich Antworten gegeben, also finden Sie eventuell schon Antworten auf Ihre Frage, die Sie eigentlich stellen wollten. Das ist eigentlich ganz schön. Denken Sie mal dran, Sie reden direkt mit den Entwicklern. Das heißt, eventuell, wenn Sie Glück haben, hatten wir auch schon mal den Fall, schreiben Sie mal was auf die Mailingliste, 2 Stunden später ist der Bug gefixt. Das haben Sie halt selten, aber auch das soll vorkommen. Wenn ich da keine Lust zu habe, mich damit so ausführlich zu beschäftigen oder auch in bestimmten Bereichen, ist es ja auch durchaus sinnvoll und von Nutzen, dass man professionellen Support bekommt, gibt es das natürlich auch. Das heißt, zum einen kann ich Ihnen natürlich die Konferenz hier ans Herz legen. Das heißt, wenn Sie durch den Ausstellerbereich gehen, wenn Sie sich die Sponsoren einmal angucken. Das sind fast alles Firmen oder
wahrscheinlich zu 99% Firmen, die entsprechenden Support in den entsprechenden Bereich anbieten. Was es halt noch gibt, es gibt von der OSGEO so eine Webseite, wo man sich diese Service Provider, wie sie hier nennen, einmal angucken kann. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch filtern. Ich gehe her und sage Filter. Ich möchte gerne Germany. Ich möchte gerne einen deutschen Support. Und nochmal Desktop. Ich habe es nicht vorher ausprobiert. Ich hoffe, jetzt kommt noch jemand. Ja, sehen wir zum Beispiel, tauchen da drei Firmen auf, die ich tendenziell anschreiben kann. Ich glaube, zwei sind auch definitiv hier vertreten auf der Foskis-Konferenz, sodass ich mich da direkt an die wenden kann. Das heißt, so habe ich die Möglichkeit, auch professionellen Support zu bekommen, wo ich eine Hotline habe, wo ich anrufen kann und sage, liebe Entwickler, geht was nicht, mach das mal heile. Jetzt können wir freie Software installieren, wir nutzen, wir wissen, wie die Philosophie ist und jetzt können wir die auch nochmal entwickeln. Naja, um sie entwickeln zu können, muss ich natürlich immer die Philosophie im Hinterkopf haben. Das ist natürlich ganz wichtig. Wenn ich selber Software entwickeln möchte, ist auch ein wichtiger Punkt die Lizenz. Tun Sie mir einen Gefallen, wenn Sie mal je vor dieser Entscheidung stehen, welche Lizenz nehme ich, welche nehme ich nicht, fangen Sie nicht an, sich eigene Lizenzen auszudenken. Tun Sie das bitte nicht. Es gibt eine Vielzahl von Lizenzen, die alles abdecken, mit Sicherheit auch Ihren Fall. Es gibt zum Beispiel die Webseite choosealicense.com, da sind drei prominenteste Lizenzen, sag ich mal, abgebildet. Da wird aufgeschrieben, welche Projekte benutzen das. Ist generell immer ein gutes Ding, bei anderen Projekten, die vielleicht ähnlich sind, zu gucken, was habt ihr gemacht? Sprecht mit den Leuten, warum habt ihr das so gemacht? Von daher, früher war das mal ganz, ganz kompliziert, da hat sich jeder noch was selber ausgedacht. Heute ist es eigentlich relativ einfach, wenn ich weiß, was ich will. Was auch immer ganz wichtig ist, vielleicht auch für die Behörden, in Anführungsstrichen, unter Ihnen, richtig ausschreiben. Das heißt, wenn Sie auf freie Software Wert legen, was wir einfach mal hoffen, sollte das gegebenenfalls auch in der Ausschreibung schon berücksichtigt werden. Wenn da explizite Fragen zu sind, können wir auch gerne Kontakt herstellen, auf was man direkt achten muss. Aber wichtig ist halt auch, dass dann gegebenenfalls die Firma unter dem Zwang gestellt wird, in Anführungsstriche das zu veröffentlichen. Weil es bringt halt nichts, wenn sie sagen, ja, ich möchte gerne freie Software, mach das mal. Aber dann wird derjenige, der das quasi veröffentlicht, nicht dazu gezwungen, es wirklich auch zu veröffentlichen. Der wichtigste und schwierigste Punkt von Open Source Software und freie Software von Projekten ist das Community Building. Was heißt Community Building? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Software entwickelt und stellen sie ins Netz, sagen hier, die ist kostenlos, sie hat eine tolle Lizenz, erfüllt alle meine Philosophie und jeder kann die benutzen. Schön und gut. Und viele erhoffen sich dann, dass das dann so ein Selbstläufer wird. Die wird von selber weiterentwickelt, da kommen Leute, schreiben Dokumentation, wie aus dem Nichts. Das ist natürlich nicht der Fall. Und das ist das, woran die meisten Projekte tatsächlich kränkeln oder halt am Ende auch sterben, weil es halt keine Community gibt, die dafür zuständig ist. Das heißt, da ist es ein ganz, ganz großer Punkt, auf den man Wert legen muss. So, die Frage natürlich immer, und woran erkenne ich jetzt ein gutes Open-Source-Projekt? Gibt verschiedene Sachen, zumindest Indizien, worauf man achten kann. Zum einen die OSGEO, die jetzt auch schon mal ein, zwei Mal gefallen ist, die hat einige Projekte, sag ich mal, unter ihre Fittiche genommen. Das heißt, die sind geprüft. Das heißt, die hat die quasi inkubiert. Das sind offizielle OSGEO-Projekte. Die haben entsprechenden Stempel, dass sie sagen, ja, hier ist alles gut. Die haben eine vernünftige Community, die haben einen Ablauf, die haben alles, was man braucht. Das heißt, da ist man auf einer sehr sicheren Seite. Es gibt aber auch genug Projekte, die das nicht haben, weil das ist halt ein sehr, sehr aufwendiger Prozess und den können sich quasi gar nicht alle von der Manpower her leisten. Weiterer guter Punkt ist sicherlich auch gleich in dem Vortrag, es gibt eine OSGEO Live DVD. Wenn ein Projekt da drauf ist, ist das auch schon mal ein gutes Indiz dafür, dass das Projekt nicht ganz so schlecht ist und nicht ganz tot ist. Und was ich auch immer empfehlen würde, so aus eigenem Entwickler Hintergrund, gucken Sie einfach mal in das Repository und gucken Sie, von wann der letzte Commit ist. Ist der jetzt 4 Jahre her, ist das Projekt vielleicht nicht mehr ganz aktuell. Kann natürlich einfach sein, es ist fertig. Es macht das, was es machen soll und gut ist. Soll auch passieren. Wenn da aber was von 12 Tagen steht, 14 Tage, 16 Tage, 2 Monate,
sieht man schon eher, es gibt offene Issues, die beantwortet werden. Es gibt eine Mailingliste, wo halt wirklich Leute auch antworten. Dann ist es halt schon ein gutes Indiz dafür, dass es ein aktives, gutes Projekt ist. Also gut ist natürlich immer eine Frage. Also das ist manchmal sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Lassen Sie sich dabei auch nicht von Versionsnummern zum Beispiel irritieren. Nur weil eine Software Version 0.17 ist, ist sie nicht automatisch schlechter als eine Software in Version 4.0. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, solche Dinge nach oben zu zählen, und das ist halt auch quasi so fast eine Religion. Die einen zählen so, die anderen so. Und von daher lassen Sie sich davon bitte nicht beeinflussen. Ja, jetzt haben Sie natürlich alle Spaß an Open-Source-Software und gesagt, ja, ist eine schöne Sache, ich meine, deswegen sind Sie ja auch hier und jetzt habe ich Sie lang genug gelangweilt, jetzt möchten Sie mitmachen. Jetzt gibt es vielleicht ein paar von Ihnen, die sagen, ja, ich kann programmieren, und einige sagen, ach, programmieren, das wollte ich in der Schule schon nie oder im Studium oder habe ich einfach keine Lust dran. Muss auch nicht sein, alles gut. Sie müssen nicht programmieren, um wirklich aktiv mitmachen zu können. Eine Sache, die wirklich jeder kann, ist sicherlich auch dokumentieren, das heißt, es gibt immer die Möglichkeit, Dokumentation zu verbessern. Vielleicht auch einfach, weil man selber was ausprobiert hat. Ist dann in der Dokumentation über einen Fehler oder über einen fehlenden Schritt gestoßen, kann man den zum Beispiel einfach auch mitdokumentieren. Und noch viel, viel wichtiger ist, nutzen. Warum nutzen? Weil nur wenn Open-Source-Software wirklich benutzt wird und wenn dann auftretende Fehler gemeldet werden, kann sie besser werden. Weil der Entwickler, der testet das zwar durch, und es gibt auch automatische Tests, alles schön gut, aber Nutzer verhalten sich meistens noch ganz, ganz anders oder versuchen noch mal was anderes zu machen. Und das ist halt der große Vorteil. Wenn Sie als Nutzer sagen, hey, da ist ein Fehler, und Sie beschreiben den und sagen, so und so kann man den reproduzieren, wird Ihnen jeder Entwickler sagen, super, danke, wir machen das. Weil das ist halt genau das, wovon Open Source Software lebt, wovon Software besser werden kann. Jetzt wissen Sie, was es gibt, was man machen kann, und jetzt ist schon häufiger der Name OSGEO Foundation zum Beispiel gefallen oder OSGEO. Das jetzt auch nochmal so kurz zum Abschluss. Es gibt halt verschiedene Institutionen, die sich um verschiedene Dinge kümmern. Foskis e.V., Sie sitzen auf der Foskis-Konferenz, das sind wir. Wir machen natürlich noch ein bisschen mehr als die Konferenz, wir betreuen zum Beispiel Mailinglisten, wir machen Hacking-Weekends, wir haben Server, die wir bereitstellen, wir haben über 230 Mitglieder. Von daher ist das halt was, was wir machen. Es gibt die OSMF, das ist die OpenStreetMap Foundation, die sich zum Beispiel um den ganzen OpenStreetMap-Stack kümmert, international. Es gibt halt entsprechend auch noch diese OSGEO Foundation, die halt denselben Part von der OpenStreetMap Foundation auf der Softwarebereich abbildet. Und auch hier gäbe es natürlich, wenn Sie Lust haben, verschiedene Möglichkeiten mitzumachen. Auf jeden Fall ist es gut, vielleicht diese Namen einmal gehört zu haben, um das einzusortieren und zu sagen, okay, wenn da Foskis, OSMF oder OSGEO draufsteht, hat das ein gewisses, ich will nicht sagen Niveau, ist jetzt vielleicht falsch, aber Branding, damit kann ich was anfangen, da weiß ich, wo das herkommt. Und das war so der leichte Einstieg in die Philosophie. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gelangweilt, weil hier sitzen auch viele Gesichter, die ich kenne, die das eigentlich auswendig kennen, was ich erzähle. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, wenn hier viele Leute sitzen. Von daher freue ich mich, wenn jetzt noch Fragen sind, und würde dann im Anschluss direkt an Felix Kunde übergeben, der Sie einmal mit Softwareprojekten beglückt. Dankeschön. Gibt es Fragen? Dann kommt ein Mikrofon zu Ihnen, weil nur mit dem Mikrofon landen Sie dann im Internet. Ja, vielen Dank, war sehr informativ. Ich habe eine Frage zur Lizenzierung. Und zwar, wenn ich eine Software entwickle, kann ich einfach so irgendeine Lizenz anschauen, was weiß ich, GNU GPL3 oder sowas, und sagen, oh, das gefällt mir, ich lizenziere das dann einfach so. Ich schreibe das in einem Disclaimer oder in einem, und gut ist. Ja. Okay. Genau. Ja, danke. Es gibt keine legale oder juristischen Schritte, die man Nein. da... Genau, wenn Sie dann, Sie müssen halt irgendwo schreiben, das Projekt steht unter Lizenz XY. Am besten gibt es auch noch, gibt es so vorgefertigte Lizenztexte, die legen Sie noch in der Text dabei und fertig, genau.
Gut, dann danke fürs Zuhören und dann kurze Umbaupause und dann geht's weiter. Dankeschön.